Hallo Leute, ich bin Lonwolf und willkommen zu einer weiteren Folge von Fast. Heute möchte ich so eine kleine ruhige Folge machen und nebenbei mal Sachen sammeln und so weiter. Und ich möchte daraus heute eine Folge machen, sogenannte Infofolge. Ich würde gerne über das Spiel heute sprechen. Ich habe ja sehr oft gesagt und sehr oft gemeint, Moment, Freunde. Es tut mir leid wegen den Geräuschen. Bei mir ist was an. Also, ja, wegen den Geräuschen, wenn ihr sie hört. Folgendes, Freunde. Ich möchte heute ein bisschen kleine Infofolge machen über das ganze Spiel. Also, was sich hier dreht, kennt ihr schon. Also, man killt, man überlebt und so weiter. Aber ich möchte euch heute etwas erzählen. Und zwar, ich war unterwegs auf Scrim und ich habe hier einen Mann getroffen, habe den gefragt, ob der länger in diesem Spiel ist. Der hat gemeint, ja, schon längere Zeit. Und ich habe ihn nach der Entwicklung gefragt und ja, ob der mir über das Spiel ein bisschen erzählen kann. Da hat gesagt, ja, okay, hat mir ein bisschen erzählt und das wollte ich heute euch mit euch besprechen, Freunde. Es gibt Sachen, die ich nicht wusste, es gibt Sachen, die ich schon wusste. Und ich werde anfangen mit einer Sache zum Beispiel, was bedeutet eigentlich Flugzeug? Ja, was bedeutet Flugzeug? Was tut er, bringt er uns vielleicht oder und so weiter und so fort. Ja, tun tut er Folgendes. Der bringt Leute, sozusagen. Wenn einer jetzt reinkommt, bringt er sozusagen die Leute auf dieser Insel. Ja, also wenn ein Spieler jetzt reinkommt, wenn ihr ihn hört, dann wisst ihr, dass der Spieler jetzt reingekommen ist. Also einer zum Beispiel reingekommen ist auf dem Server. Dann Leute, da hat mir noch erzählt wegen dem einen Trick gezeigt. Dem kann ich euch leider nicht zeigen. Dem habe ich versucht und versucht und versucht. Aber es hat bei mir nicht funktioniert, bei dem schon. Man kann hier fliegen, Freunde. Ja, das ist aber ziemlich schwer zu machen. Ich kann euch aber erzählen, wie das geht. Also man muss einfach Sprint und Jump drücken und auf diesem grünen Busch springen. Und von diesem grünen Busch muss man immer wieder Jump, Jump, Jump drücken, bis man fliegt. Also dann fliegt ihr im Himmel hoch. Ich suche gerade nach Metal. Nebenbei. Dann Leute, also die Sache, was ich jetzt sage, ist eigentlich schon klar, aber wenn ich schon so Info mache, also Info-Video mache, dann erzähle ich euch nebenbei. Ich habe früher gedacht, okay, es gibt da Eisensachen, ja, zum Beispiel Eisenaxt. Und die braucht man eigentlich nicht so. Also, dass man hier nicht so großen Unterschied merkt, ob da man Eisenaxt oder Steinaxt hat. Doch, merkt man schon. Denn diese Eisenaxt, die macht mehr Sachen für euch. Also, zum Beispiel, wenn ihr jetzt an dem Holz klopft, mit Steinaxt bekommt ihr einen Holz pro Schlag. Mit dem Eisenaxt bekommt ihr eigentlich zwei Stück. Also das Ganze verdoppelt sich halt, ne? Dann zum Beispiel, Freunde. Also ich habe ihn dann noch ausgefragt, ja, wie ist das Ganze eigentlich mit dem Spiel? Ja, wird er weiterentwickelt, wird er eigentlich da was gemacht und so. Der hat gemeint, ja, also zurzeit ist es irgendwie stehen geblieben. Also,
so wie ich es ja auch erwartet habe, so wie ich auch gesagt habe, das Spiel ist irgendwie, das wird nicht weiter geführt oder so, meines Gefühls nach. Also, dass das jetzt Spiel nicht mehr weiterentwickelt wurde. Der hat mir etwas erzählt. Ich habe ihn auch gefragt, wer kann man irgendwo weitergehen? Also über das Wasser hinaus. Also, der hat gemeint, früher könnte man das machen. Und früher haben jeder Spieler, also wo das Spiel erschienen ist, jeder Spieler auch gemacht. Warum laufe ich eigentlich hinterher? Weil ich euch zeigen etwas will. Und zwar, Leute, ihr seht diesen Eisenberg da hinten. Früher kann man über das Wasser dahin gehen und dort sind immer Sachen aufgetaucht, also Waffen, Essen und so weiter und so fort. Und jetzt ist es irgendwie weg. Jetzt kann man das nicht mehr. Also die Spieler haben die Map reduziert auf 3 Punkten. Also diesen Punkt Punkte habe ich euch mal gezeigt, aber ich mache das nochmal. Also diesen Punkt ist der Anfangspunkt, da wo wir jetzt waren, also da wo wir vorbeigelaufen sind, da wo diese 3 Gebäude sind. Dann die Mitte. Mitte ist halt das Haus, wo ich immer hingehe, also da wo ich meinen Revolver gefunden habe. Also das ist jetzt der erste Teil, also das hier, das ist der erste Punkt. Hier campen und versammeln sich, weil also die Leute, weil hier eigentlich meistens die Sachen auch aufploppen. Und dann gibt es die Mitte, also wenn man auf diesem Berg da hochgeht, gibt es da die Mitte dieses Maps sozusagen. Und es gibt noch einen Platz, da ist so eine Holzhütte. Die ist meistens leer und da ist meistens gar keine. Und ja, auf diesen 3 Punkten wurde diese Map eigentlich reduziert. Ja, und so viel ich weiß, so viel er mir gesagt hat, früher gab es auch hier Zombies. Ich habe ihn gefragt, ob hier eigentlich, also ich habe ihm gesagt, ja, ich würde es geil finden, wenn hier Zombies wären oder so. Der hat gemeint, am Anfang gab es sogar. Also so hat er gesagt. Ich weiß nicht, ob der jetzt gelogen hat oder nicht, aber der ist halt längere Zeit hier und ich vertraue ihm halt, ne? Also, der hat gemeint, ja, früher. Erstens, die Map war größer, also ich habe euch ja vorher erzählt. Und früher gab es ja auch Zombies. Also jetzt kommt noch einer ins Spiel rein. Ihr hört ein Flugzeug, also ich habe ja gesagt, ein Flugzeug kommt, wenn einer ins Spiel reinkommt. Deswegen könnt ihr immer aufpassen. Wenn der Flugzeug da ist, dann ist ein Spieler reingekommen. Also hier auf diesem Busch, wenn man drauf springt, aber das ist ziemlich schwer zu machen. Wie gesagt, deswegen werde ich das nie machen. Dann kann man fliegen. So, ich habe ihn dann noch weiter ausgefragt, habe ihn gefragt, ja, wie läuft es jetzt mit dem Spiel und so. Der hat gemeint, ja, das Letzte, was er weiß, also das weiß ich auch eigentlich. Das Letzte, was dazugekommen ist, ist eigentlich diese grüne Sachen, also diese Samen, damit man halt als Spieler nicht so schnell verreckt. Ne, also. So, jetzt bin ich angezogen. Zumindest. Es ist halt so. Oh, da sind noch Säcken. Vielleicht habe ich Glück. Kann die Säcken mal krapfen. Krapfen. Was habe ich hier? Ein Messer. Moment. So. Was ist das? Na, no, liege ich halt hier.
So, früher gab es halt mehr Möglichkeit. Boah, ich sehe jetzt angezogen aus. Und jetzt ist es irgendwie reduziert. Und ich habe ihn gefragt, ja, warum denn? Warum passiert da nichts mehr? Also, der hat gemeint, ja, wenn die jetzt anderen Entwickler gehabt hätten. Also irgendwie das Spiel an den weiteren Entwickler gegangen wären. Also diejenigen, die das Spiel wohl gemacht haben, haben wohl die Schnauze voll davon oder wie auch immer. Es ist halt so. Es ist halt so, Freunde, es geht nicht mehr. Also sozusagen die Entwickler, die legen jetzt keinen Wert drauf. Also die haben das jetzt so gemacht, wie ihr es jetzt so sieht. Also vielleicht so Kleinigkeiten werden noch ab und an reingemacht. Aber so richtig wird jetzt das Spiel nicht mehr entwickelt. Weil, also hauptsächlich ist es da, was einfach so. Was einfach sein muss für das Spiel, also ein Server bzw. eine Möglichkeit hier zu überlegen. Aber so richtig entwickeln tun jetzt die Entwickler das Spiel gar nicht mehr. Deswegen habe ich das Gefühl gehabt und es ist halt wohl auch so in Wirklichkeit, dass jetzt man das Gefühl hat, dass dieses Spiel wirklich stehen geblieben ist, also nicht mehr weiterentwickelt wird. Und ja, das Letzte, wie gesagt, noch mehr Sachen. Okay. Noch mehr Anziehsachen. Ziehe ich lieber das an. Ah, cool. Doppelanziehsachen. Also jetzt fehlt mir nur noch eins. Und das ist Hosen und Waffe. Schusswaffe am besten. Vielleicht wird jemand von den Entwicklern irgendwann mal also das Spiel weitermachen. Wer weiß das schon. Also jetzt bleibt uns nur noch eine Sache, also hier die Sachen zu sammeln und einfach rumzurennen. Deswegen, Freunde, ich habe ja am Anfang gesagt, es ist halt so, also es ist halt schon möglich, dass ihr immer nur das Gleiche sieht, also weil ich ziemlich oft verrecken werde. Ja, dass ihr halt nur meine Rennerei hier seht, aber das ist nicht anders bei DayZ. Auch wenn da DayZ ein bisschen mehr drauf hat, also sagen wir so, das sind ja Zombies. Das ist hier zum Beispiel die Mitte. Die Mitte der Map ist hier, Freunde. Also, hier ist jetzt die Mitte. Und ich hoffe, da ist keiner. Weil ich will nicht verrecken. So. Das hier zum Beispiel wäre dann die Mitte des Spiels, also die Map. Wäre dann hier und das Ende werde ich euch zeigen, also da wo, da ist halt nichts. Wir sind auch dahin gegangen. Der hat gemeint, ja, dort ist fast nie was in diesem Haus. Man kann ihn sogar von hier aus sehen. Irgendwie immer. Achso, das ist das hier, okay. Was ist das? So, Moment. So. Also, das ist so eine Jacke. Das wäre die gleiche, aber ich ziehe lieber das an.
So, ich esse jetzt was und erzähle weiter. Also ich weiß nicht, ob und wenn, wenn das passieren wird, wann es passieren wird, dass man ob man wann mal hier mehr Möglichkeit haben wird. Aber wenn, wann das passiert, weil wie gesagt, wie ich bereits gesagt habe, also wie ich verstanden habe, es ist halt so passiert, die Entwickler ist nicht mehr da. Also ich glaube, die haben sich so weit entwickelt. Jawohl, der wollte es nicht anders. Was hat er denn? Ziemlich Eisen hat er gesammelt. Oh, Munition hat er gesammelt. Verabschiede mich, sage ich schon. So. Ja. Wie ist das jetzt? Wie kann ich jetzt? So. Ich gehe mal, bevor er wiederkommt. Ja. So, wir gehen jetzt zu dem dritten Punkt, wo man hin kann. Also früher kann man mehr hier machen, mehr hier tun. Aber jetzt halt, wie gesagt, irgendwie so wie ich verstanden habe, so wie er erzählt hat, die Entwickler sind eigentlich nicht mehr da. Also da hat er auch gemeint, wenn zum Beispiel die Entwickler da waren oder die Entwickler das Spiel einem anderen Entwickler überlassen hätten, hätte hier mehr geschehen. Bis jetzt haben sie halt die Hauptsachen gemacht, ja, also einen Server und ja, hier ein paar Waffen reingemacht und so weiter. Und das war's. Die haben dann irgendwie sozusagen aufgehört, vielleicht so jetzt, ja, okay, damit die Leute nicht so schnell verrecken, haben sie jetzt ein paar Samen hier reingemacht und fertig ist, also. Hauptkomponente sozusagen für die ganze Suppe hier gegeben. Du hast eine Waffe, du hast jetzt Gegner, die einfach andere Spieler sind. Also hier ist absolut nichts. Wow, hier ist Stein. Okay, jetzt möchte ich noch etwas erzählen, Freunde, und zwar. Es ist halt so, ich will jetzt ein bisschen, ich habe mich hier absichtlich versteckt. Ich habe gedacht, das hier wären so Wände für das Haus. Der hat mir erzählt, was das ist. Das ist einfach so Schutzmauern. Man kann hier nur so Schutzmauern um sich bauen. Freunde, ich glaube hier. Moment. Oder spinne ich gerade? Ist das jetzt neue Waffe? Nein, glaube ich hier nicht. Ja, das sind halt die Wände. Hier ist auch nichts. Also man sieht, dass das Ganze hier überhaupt nicht weitergeht. Also das ist auch schade. Finde ich total schade. Weil dieses Spiel hat so Potenzial. So, meine Meinung. Hat so Riesenpotenzial an sich, dieses Spiel. Das muss man einfach ausnutzen. Das muss man einfach. Wenn die schon angefangen haben, dann müssen sie es zu Ende bringen.
Also die haben zumindest so gemacht, so ein bisschen Map vergrößert, ein bisschen mehr Sachen reingemacht. Also zum Beispiel ein Platz, wo wirklich der ganze, also ab und an mal so Flugzeug oder Hubschrauber kommt und die Sachen abwirft. Ein paar Zombies, ein paar Tiere, damit man auch hier jagen muss, ein ziemlich riesen Map, damit man hier auch bauen kann, zum Beispiel sich irgendwie eine Base aufbauen und Möglichkeit sich aufzuweiten. Ja, also das will ich damit sagen. Also es gibt keine Möglichkeit, irgendwie sich aufzuweiten. Also man rennt an diesen drei Punkten und sammelt sich die Sachen. Also ich habe jetzt Anziehsachen gesammelt. Und der andere Spieler hat gemeint, ja, okay, ich bin reich, ich habe bestimmt Waffe, kann jetzt den killen und ich habe einfach Panzerung gehabt und ja, jetzt ist er tot. Aber grafisch wurde es gut gemacht. Da kann man nicht meckern. Und was ich noch gerne hätte, also im Spiel Map. Es wäre perfekt, eine Map zu haben, damit man weiß, wo man hin muss. Sonst rennt man hier im Kreis. Okay, die Map ist nicht so groß, dass man sich hier verläuft. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt, zum Beispiel, ich will jetzt da, wo sich die anderen Spieler treffen, dann muss ich, wenn ich jetzt nicht weiß, wo ich bin, dann muss ich hin und her rennen, bis ich da angekommen bin. Verläuft auch Zeit. Ich suche gerade nach Mittel, Freunde, weil ich will mir jetzt eine Armbrust machen. Also so wird es nicht klappen. Mit meinem Steinaxt. Ich könnte mir jetzt Metallaxt machen. Damit mache ich mir Schaden, aber eine Schusswaffe ist meiner Meinung nach besser. So Leute, ich verabschiede mich. Ich wollte eigentlich nur heute so ein Infovideo für euch machen. Und ja, ich hoffe, dieser Projekt wird euch trotz allem gefallen. Also es bleibt einfach daran, es wird sich nichts verändern, solange die Entwickler sich halt wieder nicht an den Kopf fassen. Oder ja, jemand das überkauft sozusagen. Wie gesagt, also der Junge hat gemeint, ja, früher gab es wirklich Zombies, früher gab es wirklich größere Map, aber die haben es erstens geschnitten und zweitens, also die Map geschnitten und zweitens einfach Zombies weggemacht. Dabei waren es, also der hat gemeint, ja, das war schon lustig. Und das wäre so richtig Survivoring. Ne? Also wenn da jetzt Zombies oder was weiß ich, Aliens oder was weiß ich, was noch kommt. Dass man nicht nur gegen andere Spieler spielen muss, auch so Zombies killen muss. Und da hat gemeint, ja, früher gab es so, du killst Zombie und da hat er was. Ja, also da hat er was von den Sachen. So, wir sind jetzt da angekommen. So Leute, ich tue dann mich von euch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Lone Wolf, haut rein. Tschüss.